Erstmal Glückwunsch natürlich nach Duisburg für die 3 Punkte. Ich denke, dass wir die ersten 45 Minuten sehr offen gestaltet haben. Der MSV war zwar mehr im Ballbesitz, haben auch nach den 2 letzten Spielen gegen Freiburg und Düsseldorf eine breitere Brust gehabt. Und das haben sie dann ganz ordentlich gespielt. Nur die Kontermöglichkeiten, die wir hatten, haben wir richtig gut gespielt. Nur wir haben den Ball nicht ins Tor geschossen. Da hatten wir 2, 3 gute Möglichkeiten, auch nach dem Standard durch Rosbach, wo wir vielleicht sogar in Führung gehen hätten können. Der Gegner hatte eine, wo er unweg wo köpft und der Knaller sehr, sehr gut hält. Und so gehen wir mit 0 in die Pause. Ja, und aufgrund der zweiten 45 Minuten hat der MSV auf jeden Fall verdient gewonnen. Wir haben nicht mehr das gemacht, was wir eigentlich können. Wir waren nicht mehr mit Leidenschaft da. Wir waren nicht, nicht aggressiv genug. Wir haben uns praktisch so ein bisschen... wir waren nur teilaktiv und nicht mehr so aktiv. Ja, und dann kommt der nach dem ersten Standard, wo der Fälscher zum Kopfball kommt. Frei war der Gegenspieler nicht dabei. Und dann gibt es nochmal eine Ecke und dann ist der Gegenspieler wieder nicht dabei. Und dann liegt man 1-0 hinten. Und dann muss ich sagen, da haben wir einfach die Disziplin nicht gehabt, die Ordnung verloren. Ein bisschen kopflos gespielt, der Gegner macht ein Kontertor. Und dann war das Spiel gegessen. Ne? Und letztendlich... warne ich immer davor und sage immer, die Liga ist so ausgeglichen. Da gibt es nicht den Tabellenersten oder den Tabellenletzten. Kleinigkeiten entscheiden Spiele und die Kleinigkeiten haben wir heute falsch gemacht und der MSV richtig. Dankeschön. Wir wollten unbedingt heute gewinnen. Das, glaube ich, unsere Mannschaft hat gezeigt. Und wir haben natürlich gewusst, dass gegen uns einen sehr starken Gegner haben mit Sandhausen. Die stehen nicht umsonst da, wo sie sind. Die sind auch eine von besten Mannschaften auswärts mit 5 Auswärtssiege. Und natürlich eine sehr kompakte Einheit. Die haben auch richtig gut verteidigt, erste Halbzeit, wo wir eigentlich nicht in der Lage waren, schneller zu verlagern von Mitte nach außen, weil wir heute durch Chanturie und Brocker plus Wolze haben wir richtig gut gemacht über die Außen und waren immer gefährlich. Aber sehr wichtig für uns war, dass wir auch erste Halbzeit zu 0 gespielt haben, dass wir auch geduldig geblieben sind. Ich habe die komplette Woche das immer wiederholt, dass wir geduldig bleiben müssen. Fußball können wir spielen, haben wir auch teilweise zweite Halbzeit sehr gut gemacht. Und natürlich haben wir gewusst, dass Sandhausen bei Ballgewinn sehr, sehr gefährlich nach vorne sind und haben wir das gut neutralisiert. Und am Ende, wie gesagt, erste Halbzeit war absolut ausgeglichen. Und zweite Halbzeit, ich denke, geht in Ordnung. Wir haben richtig gut gespielt und verdient gewonnen. Ich denke, man sieht, die Mannschaft ist erleichtert. Sehr gute Stimmung jetzt. Wir haben uns hart erarbeitet. Schon die letzten beiden Spiele waren wir nah dran. Und heute von der ersten bis zur letzten Minute das Spiel dominiert. Und ich denke, war ein absolut verdienter Sieg. Respekt für die Mannschaft, die das von der ersten Minute so umgesetzt hat und kaum was zugelassen und nach vorne mutig gespielt. Ich denke, absolut verdiente 3 Punkte. Fazit zum Spiel ist, dass wir, denke ich, verdient gewonnen haben heute. Dass es ein geiles Gefühl ist. Und dass ich mich darauf freue, heute mit den Fanclubs dann oder mit meinem Fanclub dann darauf zu feiern. Ja, super Gefühl. Gewinnen macht immer am meisten Spaß. Und wenn man dann natürlich noch ein 3-0 dann feiern darf zu Hause gegen eine richtig gute Auswärtsmannschaft, ist natürlich super. Wir haben gesagt, wir müssen diese 2 Unentschieden, die wir geholt haben, die müssen wir jetzt langsam vergolden. Und das war absolut der Auftrag heute. Und ich glaube, jeder hat es von der ersten Minute an gespürt, dass wir dominant waren, dass wir klar überlegen waren und das war nur eine Frage der Zeit, dass wir die Tore schießen. Wir wollten auch heute unbedingt gewinnen. Wir wussten, wir müssen auch mal langsam Punkte gut machen auf die vorderen Plätze und das ist uns heute super gelungen. Wir gucken nicht auf die anderen, zumindest nicht, was Düsseldorf jetzt so gemacht hat. Wichtig ist, dass wir unser Zeug irgendwie erledigen und wir haben uns vorgenommen, dass wir heute 3 Punkte einfahren wollen, weil damit haben wir dann die anderen 2 so ein bisschen vergoldet, sagt man so schön. Und es war halt enorm wichtig, heute hier zu gewinnen. Den treffe ich wahrscheinlich nicht mehr so oft, aber ja, heute im Spiel hat einfach vieles geklappt und dann passiert auch mal sowas. Ich näher mich langsam meiner Top-Leistung und wenn ich fit bin und ausgeruht, ich denke, dann sieht man, was ich abrufen kann. Kann heute keinen davon ausnehmen. Alle haben heute eine super Leistung abgerufen und dann ist natürlich auch, wenn jeder seine Leistung abruft, natürlich auch die Mannschaft umso stärker und gerade darüber müssen wir kommen und ja, das ist heute uns gut gelungen. Es tut einfach mal gut. Wir haben in letzter Zeit jedes Spiel 1 Tor gemacht und diesmal hat die Mannschaft auch weitergemacht nach dem 1-0. Weiter wollte die Entscheidung haben und dann war
automatisch, dass der zweite und dritte auch noch für uns fällt. In der Defensive stehen wir ja schon seit Wochen richtig gut. Ich glaube, für die letzten 7 Spiele jetzt nur mit 4 Gegentoren ist eine richtig gute Quote. Auch vorne, dass es heute so funktioniert hat, dass wir getroffen haben, zeigt, dass wir leben.